Ah nee, Quatsch, na klar. Hier sind wir hergekommen, okay. Hier sind wir durch, okay. Hier ging es dann hoch. Ah, sind jetzt einmal quasi im Kreis, Kreis gelaufen. Naja, gut. Nicht schlimm. Da. Ja, sind wir wieder hier. Nochmal, einmal gehe ich nochmal durch. Ich gucke gerade mal, ob ich da irgendwas übersehen habe. Aber bis jetzt war hier nichts Interessantes drin. Normalerweise lohnt sich das irgendwo immer. Aber wahrscheinlich geht es hier auch um Materialien oder vielleicht ja, so Papierrolle, nee. Ja, es geht ja auch um Materialien und in diesem Fall sind das hier wahrscheinlich viele Magiematerialien, die hier drin sind. Tippe ich jetzt einfach mal drauf, so salopp. So, ne, schwarze Magierobe. Oh, verdammt, das habe ich mitgenommen, das wollte ich jetzt nicht. Bekleidung, ja gut, Platz haben wir. Schwarze Magierobe. Ja, da Magier regeneriert sich 15% schneller. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, wenn man auf den Weg der Magie gehen würde, hätte man wahrscheinlich da ein schönes Equip gefunden, ne? Ich müsste halt wahrscheinlich Höhlen finden und auch reingehen und mich durchmetzeln, wo es Nahkämpfer gibt, wo ich dann auch mein Equip bekomme, anstatt jetzt hier, ne? Also das ist jetzt so mein Tipp und meine Vermutung. Ihr könnt mich auch gerne in den Kommentaren bitte korrigieren. Ich weiß es nämlich nicht. Dankeschön. So. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier noch einmal durchlutzen, ob ich hier irgendwas sehe, was ja auch für mich noch rentabel ist. Bis auf die paar Tränke, die ich jetzt eh hier verschleudert habe. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ah, hier ist. Ah ja, hier ist irgendwas. Hier. Ein Blitz der Gesundheit und Magikal 8 Punkte blitzern. Ja, also der Stab wäre zum Beispiel wahrscheinlich. Nehmen wir mal mit, den können wir verkaufen. Wahrscheinlich interessant für jemanden, der das Equip sich anziehen möchte. Aber hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles Mögliche durchstöbert. So. Ja, warte mal. Ehe ich hier weitergehe, ich gehe mal hier in die Ecke nochmal. Da war ich zwar auch schon. Da oben. Hier habe ich auch schon alles leer geräumt. Ich hätte auch vorher lesen können. Da stand nämlich leer dran. Da komme ich her, glaube ich, ne? Warte mal. Ja, klar, von hier kommen wir nicht. Wir kommen von hier. Hier oben waren wir auch schon. Noch einmal gucken. Was haben wir hier? Kaninchen. Lecker Kaninchen an leeren. Könnte auch da drin was liegen, ey. Wir haben mal schön versteckt gemacht, den ganzen Klimbim hier. Gut. Nö. Hier ist nichts weiter. Okay, ja, dann gehen wir jetzt hier wieder weg. Hier ist auch nichts mehr. Gehen wir jetzt hier wieder hoch. Ja, dann war es das anscheinend nur. Ja, genau in der Ecke waren wir auch schon hier. Ja, schade. Ich dachte, hier wäre mehr zu holen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich für Leute, die auf Magie equipped sind. Für die ist das hier wahrscheinlich sehr interessant. So, warte mal. Wo geht's raus? Hier geht's raus. Da kamen wir her. Himmelsrand. Jetzt müsste mein Mount da draußen noch stehen. Und auf mich warten. Was haben wir hier noch? Ah ja, hatten wir auch schon geguckt. Ich höre. Ja, da. Hallo. Hallöchen. Oh, wow.
Tija. Junge, Junge, Junge. Mama mia. Hinterrücks fällt mich hier so ein weißer Tiger an, oder Säbelzahntiger. Mit einem Auge und Säbelzahntigerpelz. Wahrscheinlich ist das für Alchemie interessant, aber ich nehme es jetzt nicht mit, weil ich echt keine Ahnung, ob ich es brauche oder, ne? Deswegen. So. Auf zum Atem. Wo wollen wir hin? Da wollen wir lang. Jetzt habe ich eine Markierung gesetzt. Egal. Stört nicht. Wir reiten dennoch weiter unseres Weges. La 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 la. Ja, wieder mal die coole Umgebung hier. Ein Fuchs. Aber der soll uns nicht stören. Der läuft eh vor uns weg. Was haben wir denn hier? Na, kleiner Fuchs. Was haben wir denn hier Schönes? Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. So. Ah, na toll. Na gut. Auf zum Mount. Auf dem Mount. Reiten wir hier mal den... Was gibt's denn hier schon wieder alles Schönes? Gehen wir mal da oben hin. Mit Luft, mit zu Luft entdeckt. Aha. Was haben wir denn hier schon wieder gefunden? Irgendwelche Ruinen? Na gut. Ja, wir sind ja abenteuerlustig, ne? Mit zu Luft. Zu Luft. Luft. Keine Ahnung. Mechanisch. Was zur Hölle? Schlüssel erforderlich. Aha. Ja, schade. Haben wir nicht. Tja, die Mechanerie könnte man bestimmt anhalten. Ich habe aber keine Ahnung, was wir hier machen können. Wir gehen hier mal gerade, warte mal, aufs Ross nochmal. Ich werde das Mount hier nicht stehen lassen. Das Mount, haha. Gehen wir hier runter. Gucken wir mal, was da drunten ist. Zwergenlager. Aha. Aha. Massives, ein Metall. Verbotenes Stück. Aha. Verbogenes Stück. Ein Kreisel. Nehmen wir mal mit. Verziertes. Also, Balken, das sind alles Materialien wahrscheinlich für irgendwelche. Hier, da kannst du bestimmt irgendwelche Rüstung herstellen mit. Verbogenes Stück, Metall, Metall, Metall. Das ist alles Metalle, die du mitnehmen kannst. Oh, Experte. Na gut. Ah ja. Also auf jeden Fall da hinten. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich wiederhole mich. Ah! Verdammt! Ah! Ich komme den immer näher.
Jawohl. So, Schlossknacken verbessert. Ja, hier liegt natürlich zwergisches Metallbarren. Und eine Axt. Zwei Zwergen-Streitaxt der Verschmiedung. Das ist aber Zweihänder. Waffen. Verursacht 30 Punkte Magicka-Schaden. Das sind Zweihänder. Ja, für das hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Wir nehmen mal das hier mit. Getrieberad. Ja! Zack. So, aber nichtsdestotrotz bleiben wir natürlich auf... Nein, doch, auf den hier. Weil wir bleiben auf Einhand. Oh je. Hier ist so viel von diesem Material, was hier rumliegt. Da kann man bestimmt irgendwas mitmachen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oh, Experte. Oh Mann. Ah, verdammt. Komm. Ah, ich muss vorsichtiger sein. Ah, damn. Noch 11 Dietrichs. Ah. Jawohl. Ach du je. Ach du je. Ja. Also wahrscheinlich ist das hier eine Goldgrube für die Leute, die hier echt mit diesen Devmer-Metall irgendwas machen wollen. Weil dafür, da kannst du ja bestimmt eine super Rüstung. Gott, ist das die selbe Tür? Ich gehe mal gerade um die Ecke. Ja. Ja. Nee. Wir brauchen ja nicht doppelt gemoppelt machen. Ha. Mich interessiert das gerade mal. Ich werde mal eben kurz was nachschlagen. Also, bis gleich. So, willkommen zurück bei Brennwert LP mit immer noch Skyrim, ihr seht's. Ich habe mich mal inzwischen schlau gelesen. Man muss ja mal, ne, gucken. Wiki sei Dank. Und zwar gibt's da ElderScrollsWiki.com. Und zwar ist das Material, dieses DW-Mehr-Metall, für die Zwergenrüstung. Und zwar kann man das Zeug hier einschmelzen. So empfehle ich das. Ihr könnt mich gerne verbessern, wie gesagt. Einschmelzen zu Zwergenmetallbarren. Die haben wir ja schon aufgesammelt. Dort und das sonstiges. Da, dies hier, was da hinten auch hinten rechts in den Raum zuhauf lag. Und das ganze Material liegt hier auch. Das kann man alles verwandeln in dieses Metall. Man braucht für die Rüstung Eisenbarren, Lederstreifen, Stahlbarren und diese zwergischen Metallbarren, die wir ja hier hätten zuhauf. Und insgesamt kann man da halt diese Zwergenrüstung bauen. Die wertetechnisch allerdings, was ich jetzt trage, ich nehme jetzt mal zum Vergleich den Torso. Wo ist denn jetzt der da die Rüstung? Die hat 42 Rüstungswert und der die Rüstung an sich hat 34. Aber wahrscheinlich ist da irgendwas wieder was dabei, was das Ganze wieder aufhebt und besser macht. Optisch, laut dem Bild hier, geht es. So, lege ich jetzt mal das Pad wieder beiseite. Also, ich lasse es jetzt mal liegen, weil ich hätte jetzt keinen Platz dafür. Ich habe auch keinen Schmiedekram gemacht. Ich habe das auch gerade mal hier geguckt, gerade offscreen. Schmiedekunst sollte ich ja mal machen. Habe ich noch nicht dazu mich überrungen, das zu machen. Dort ist dann die zwergische Schmiedekunst. Ich denke, kann Zwergenrüstung und Waffen herstellen, doppelt effekt und doppelt so effektiv machen. Also, ne, ich müsste mich da nochmal ein bisschen einlesen, aber ich glaube, der rechte Weg, hat mir gesagt, ist schon der richtige Weg und am Ende gibt es eine gute Rüstung, die man da erreichen kann.
Zumindest haben wir jetzt hier eine Quelle, wo wir das ganze Klimbim-Zeug hier kriegen, das einschmelzen können und dann hier plündern können. Und das weiß ich gar nicht, platztechnisch. Ich sollte es vielleicht lassen. Eigentlich müsste ich das alles mitnehmen und einlagern. Dazu müsste ich aber erstmal ein wenig Kohle machen, um im Endeffekt alles sammeln zu können. Wir werden uns das hier marken und wieder herkommen. Und dann das alles rausruppen, was da drin ist, um dann erstmal das zu behalten. Wir sind jetzt hier. Aktueller Ort, Weltkarte, machen wir das hier weg. Ah ja. Mit zur Luft. Mit zur Luft. Da ist das, was wir gerade gefunden haben. Das sollten wir uns merken. Dort ist das alles. Diesen markierten Ort können wir jetzt mal entfernen. Nichtsdestotrotz werden wir hier jetzt immer weiter reiten. Um die Aufgabe zu erfüllen, die wir uns eigentlich als Ziel gesetzt haben. Haben wir nebenbei hier mal was Schönes gefunden. So, ich hoffe, hier geht es auch irgendwo weiter. Zumindest sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das Zeug verschwindet. Ich hoffe mal nicht. Ich werde es ja sehen, wenn ich wieder herkomme. Upsala, hier und wow. Okay, passt. Nichts passiert. So, oh, wow, wow. Junge. Jo, er hat ihn erlegt für mich. Sehr schön. So. Weiter. Oh, wir müssen links halten. Kam ich hier irgendwo anders links lang? Nee, natürlich nicht. Na, dann reiten wir hier lang. Och gosh. Mamma mia, ey. Mistviecher. So. La, weiter des Weges. Ich habe bestimmt schon genug Kohle jetzt zusammen, dass wir die Hütte uns holen können. Ich müsste mal gucken, wo das geht. Ach ja, unser ständiger Begleiter, der Fuchs. What's the dog, Fox says. Oh, Leute. Nervt mich nicht. So. Okay. Sprinten Sie mal. Irgendwie habe ich aber, glaube ich, das Gefühl, ich muss ein bisschen weiter... Oh, verdammt, wo bin ich denn lang geritten? Naja. Nicht schlimm. Wir laufen auf jeden Fall wieder darauf zu. Also... Ihh. Eine Spinne. Die uns gleich mal auch gleich wieder angreift, ey. Tschüss, Spinne. Ach, die hat hier erstmal das Dings erlegt, ey. Wie fies ist das denn bitte? Da oben? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hier irgendwo links unten, oder? Ich tippe ich jetzt mal drauf. Ich gehe mal gerade mal kurz da oben hin. Was da ist. Da ist eine Hütte. Wer weiß, vielleicht haben wir da wieder was Interessantes. Na, was haben wir denn hier? Da steht jemand da hinten? Ne, ist ein Baum.